Ja, das bietet viel Stoff für unser Tagesgespräch mit Serap Güler, Mitglied der Unionsbundestagsfraktion und im CDU-Bundesvorstand. Ich grüße Sie, Frau Güler. Guten Morgen, grüße Sie. Also keine 48 Stunden nach dem Sturz von Assad diskutiert Deutschland bereits darüber, ob und wann syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren sollten. Wie empfinden Sie diese Debatte und vor allem auch den Zeitpunkt der Debatte? Naja gut, Sie stellen jetzt da, Sie sagen das jetzt so, als wäre das etwas Deutschlandspezifisches. In Ihrem Beitrag haben wir gerade gesehen, dass die Türkei ähnlich verfährt, dass in der Türkei Menschen schon nach Syrien geschickt werden, auch keine 48 Stunden später. Und dass wir jetzt darüber diskutieren, bedeutet ja auch nicht, dass in weiteren 48 Stunden die Menschen schon irgendwie in einem Flieger sitzen, mitnichten. Aber ich glaube, diese Diskussion muss jetzt tatsächlich anfangen, um bestimmte Dinge eben auch vorbereiten zu können. Wir wissen alle nicht, wie die Lage sich entwickelt, das ist richtig. Aber für den Fall, dass jetzt tatsächlich Frieden in Syrien herrscht, was wir uns alle aus diversen Gründen wünschen, muss eben auch darüber gesprochen werden, dass diejenigen, die hier einen subsidiären Schutz bekommen haben, sprich zeitlich befristet, dass sie dann auch zurückkehren. Trotzdem nochmal, es fällt ja schon auf, Frau Güler, dass es neben der AfD und dem BSW vor allem Ihre Parteifreunde sind, die jetzt die Erwartung äußern, dass geflüchtete Syrer zurückkehren, sollte es die Lage dort erlauben, ganz klar. Trotzdem mal die Frage an Sie persönlich. Was macht das mit einer Politikerin wie Ihnen, die ja auch selbst Migrationsgeschichte hat in ihrer Familie und sich vor allem seit langem für Integration einsetzt? Wir haben gerade die Syrerinnen und Syrer, die Jungen gesehen in Deutschland, die sich eine Rückkehr eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen können. Ich glaube schon, dass wir hier genauer hinschauen müssen und unterscheiden müssen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind seit 2015, 2016 hier. Da ist die Integration bei sehr, sehr vielen sehr, sehr gut gelungen. Und ich bin auch der Meinung, dass es unter den syrischen Flüchtlingen eine ganz große Gruppe gibt, die, wie vorhin in Ihrem Beitrag ja auch festgestellt oder gesehen, mittlerweile schon sehr, sehr gut Deutsch sprechen, die sich hier beheimatet fühlen, eine Arbeit haben etc. Aber es gibt eben auch jene, die hier noch nicht angekommen sind und die vielleicht auch gar nicht so lange sind. Und da müssen wir schon sagen, der Schutz war eben vorübergehend. Und bei den Subsidiärschutzberechtigten ist es von Anfang an befristet gewesen. Und da müssen wir auch über Rückführungen sprechen. Und Sie wissen, dass es auch meine Partei war, die gesagt hat, auch bevor dem, also vor dem Sturz jetzt von Assad, es gibt durchaus Regionen in Syrien, wo die Lage nicht so angespannt ist. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man die Lage vor Ort genauer verfolgt, aber bestimmte Vorbereitungen trifft. Und wenn Sie sagen, die AfD, die BSW, es ist das BAMF, was ja, wie Sie wissen, dem Bundesinnenministerium, SPD geführt, untergeordnet ist, das gesagt hat, wir setzen jetzt alle syrischen Asylanträge aus. Also insofern würde ich Sie doch bitten, hier auch keine Verkürzungen vorzunehmen, um das einseitig darzustellen. Das SPD-geführte Innenministerium hat die Anweisung gegeben, dass das BAMF die syrischen Asylanträge im Moment aussetzt. Und diese Insofern haben Entscheidung, da, Frau glaube ich, Güler, im halten Moment Sie? alle Parteien ein großes Ja, Interesse diese dran. Entscheidung des BAMF, also die Asylanträge aus Syrien vorläufig auszusetzen, halten Sie persönlich für richtig? Es ist richtig, weil wir eben nicht wissen, wie die Lage vor Ort sich entwickelt. Und zu sagen, wir gehen jetzt davon aus, dass die Lage in Syrien schlimmer wird und dementsprechend alle syrischen Flüchtlinge automatisch diesen Schutz bekommen, wie es ja lange Zeit der Fall war, ist absolut richtig, dass man sagt, wir warten jetzt die Lage ab und hoffen, so, das ist jetzt die geopolitische Hoffnung natürlich, dass sich die Lage wieder entwickelt, ins Positive entwickelt. Und jetzt aber davon auszugehen, es wird alles schlimmer und es werden weitere Flüchtlinge kommen, die auch automatisch Schutz bekommen, ist, glaube ich, nicht so richtig. Und ein letzter Punkt noch. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Kommunen hier vor Ort mit der aktuellen Situation Flüchtlinge, und es geht ja nicht nur um syrische Flüchtlinge, sondern insgesamt der hohen Anzahl an Flüchtlingen, auch an ihre Grenzen stoßen. Den Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel, treibt ja noch eine andere Sorge um, dass nämlich Assad-Anhänger in Scharen nach Deutschland flüchten könnten. Anhänger des gestürzten Diktators und hier, wie er sagt, mitten unter uns die Täter auf die Familien der Opfer treffen. Halten Sie das für eine realistische Sorge, eine, um die man sich kümmern sollte?
Naja, gut, ich glaube, diese Sorge ist durchaus realistisch und auch berechtigt. Wir reden hier von einem Konfliktherd, wo über Jahre, Jahrzehnte der Konflikt ja immer weiter gewachsen ist. Und dasselbe haben wir natürlich auch heute schon, beziehungsweise in den letzten 10 Jahren auch gehabt bei verschiedenen Gruppierungen. Und diese Sorge ist durchaus berechtigt. Aber ich hoffe sehr, dass jetzt auch schnell Ruhe einkehrt in diesem Land. Alle Anzeichen sprechen zwar dafür, dass das nicht passiert, aber dass sich zumindest die unterschiedlichen Rebellengruppen nicht noch weiter verfeinden, sondern dass zur Not eben eine friedliche Koexistenz stattfinden kann. Und ich wünsche mir sehr, dass hier Deutschland auch eine aktive Rolle einnimmt. Wir können nicht einfach nur hier sitzen und sagen, wir machen uns Sorgen über die Entwicklungen und müssen abwarten. Ich glaube, diese Entwicklung sollten wir als Bundesrepublik Deutschland auch aktiv mitgestalten. Da möchte ich direkt mal anfragen oder nachhaken. Was könnte denn Deutschland konkret tun, um Syrien auf die Beine zu helfen? Da wird sicherlich nicht nur Geld für gebraucht, sondern auch, ja, ich sage mal, demokratische Expertise, um dem Land beim Übergang vielleicht hin zu einer Demokratie, zu helfen. Welche Rolle sollte Deutschland da Ihrer Meinung nach spielen? Ich glaube, wir haben die Rolle in dem Sinne vielleicht schon ein bisschen verpasst, dass wir diesbezüglich nicht enger mit der Türkei zusammengearbeitet haben. Die Türkei ist eine der großen Gewinner, was die aktuelle Lage in Syrien betrifft. Ich glaube, es ist trotzdem nicht ganz zu spät, dass man jetzt noch an die Türkei herantreten kann, um eben auch, was die Situation der Kurden betrifft, Sie haben das gerade in Ihrem Beitrag auch deutlich gemacht, um auch da sicherzustellen, mit einer Kooperation, mit einer engen Zusammenarbeit, was mit der Türkei, dass die Situation der Kurden sich jetzt nicht verschlechtert. Die kurdischen Gebiete, die zum Teil von der YPG kontrolliert werden, in der Tat, die in der Türkei auch als Terrororganisation, auch nicht umsonst, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, eingestuft wird, darf jetzt nicht dazu führen, dass eben dass die kurdischen Gebiete, dass die Kurden dort jetzt ausgegrenzt werden beziehungsweise Repressalien erwarten dürfen. Insofern glaube ich, müssen wir hier jetzt, der erste Schritt könnte sein, eng mit der Türkei, was die Situation vor Ort betrifft, zusammenzuarbeiten, aber eben auch mit den anderen Akteuren vor Ort, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Frau Güller, Minderheitenschutz im Syrien der Zukunft sicherlich eine ganz wichtige Voraussetzung auch für deutsche Hilfe beim Wiederaufbau des Landes. Ich danke für das Gespräch und Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Danke. Tschüss.